Dies ist unsere Farm. Wir züchten Blumen hier. Meine Arbeit ist es, auf die Farm aufzupassen. Wir Mimigas brauchen diese Blumen. Rote Blumen aber sind schlechte Nachrichten. Wenn du eine rote Blume isst, sagen die Leute, dass dein Blut anfängt zu kochen und du tot umfällst. Eine gute Sache, dass wir hier keine von den Blumen wachsen haben. Ja, toll, ne? Hier, keine roten Blumen, nur gelbe, weiße, blaue und ein Herzcontainer. Ja, wir haben zwar eigentlich noch gar keinen richtigen Gegner konfrontiert, aber wir werden hier schon so mit Lebenskapseln beworfen. Jetzt haben wir schon 9 Lebensenergie. Wir haben unsere Startenergie verdreifacht innerhalb der ersten 10 Minuten des Spiels. Wow. Ach ja, aber die können wir später noch sehr gut gebrauchen. Deswegen finde ich das gut. Ja, sehr gut. Hier oben können wir nicht hin. Egal. Da könnte ich später theoretisch hin. Und ein Schild. Was steht drauf? Achso. Oben wir haben eine Cheetah-Farm, links Reservoir, rechts Friedhof, unten Arthurs Haus. Ja gut, ich gehe erstmal in den Speicherraum und speichere, ja, weil ich weiß nie, wann ich sterben werde und deswegen, ja, es ist einfach, um sicher zu gehen, damit ich nicht wieder von ganz vorne anfangen muss. Und die Assembly Hall, eine Arbeitshalle oder so, keine Ahnung. Crackle Snap. Du siehst etwas hinter den Flammen liegen, aber die Flammen sind zu heiß und wir wollen uns nicht verbrennen, deswegen können wir das jetzt noch nicht kriegen. Und der Mimiga-Friedhof. Gefahr, kein Eintritt. So, ich bin Jack, die Nummer 2 hier im Dorf. Diese Tür führt zum Mimiga-Friedhof, wo der Held Arthur liegt. Oh, was ich hier tue, fragst du? Naja, Pilze haben den Friedhof infiziert, bla bla, die sind da gewachsen. Und ich beschütze die Tür, damit sie nicht rauskommen. So. Gut, Pilze. Klingt jetzt nicht so besonders schlimm, ne? Aber egal, was soll's. Wir klettern erstmal hier hoch und eine versteckte Schatztruhe. Was wird da wohl drin sein? Ein Map-System. Wuhu, also, das ist eigentlich... Oh, Moment, da steht noch was drauf. Solange du deinen Geist der Erkundung beibehältst, wirst du garantiert deinen Weg nach draußen finden. Das glaube ich. Gut, das Map-System, es tut das, was schon der Name sagt, es zeigt uns eine Karte. Hier die von der gesamten Mimiga-Dorf, zumindest den Bereich, in dem wir jetzt drin sind. Und naja, die ist eigentlich ganz nett anzusehen teilweise. Man kann ein paar Geheimnisse damit finden. Also wenn man dann zum Beispiel sieht, oh, da geht's lang, obwohl da eine Wand ist. Aber im Großen und Ganzen ist sie eigentlich nutzlos. So, da rechts war eine kleine Hütte und hier links ist Arthurs Haus. In der Hütte ist jetzt noch nichts drin und Arthurs Haus ist verschlossen, deshalb gehe ich da noch nicht rein. Nom nom nom. Oh, du hast mich erschreckt. Sue? Oh ja, richtig. Das Mädchen in Arthurs Haus, richtig? Sie lebt da zusammen mit Toroko. Süßes Mädchen, ja. Sie sagt, dass sie nach einem Himmelsdrachen sucht. Drachen, die durch die Lüfte fliegen. Ja, denkst du, dass solche Dinge wirklich existieren? Wer weiß. Das hier ist immerhin ein Computerspiel. Man weiß nie, ob solche Dinge hier existieren. Aber das weißt du ja nicht, denn dein Horizont ist nicht weit genug. Vielleicht sind wir ja auch alle nur Charaktere in einem Computerspiel. Und ich bin ein Charakter dann vielleicht in einem Computerspiel, der ein Computerspiel spielt. Oh mein Gott. Reservoir. Und ja, das Reservoir, es ist einfach ein Wasserreservoir und nein, bitte fall nicht ins Wasser, ich will darüber springen und im Wasser kannst du nicht hoch genug springen. Und von oben tropft's, egal. Ein Mega, der angelt. Du? Ja, ich kenne sie. Das ist das niedliche Mädchen, das in Arthurs Haus drin bleibt die ganze Zeit, richtig? Sie ist hier gar nicht vor so langer Zeit aufgetaucht. Wir haben sie hier im Reservoir gefunden, sie wurde angespült. Sie scheint uns aber nicht so sehr zu mögen. Ich weiß auch nicht warum, denn sie ist ja ein Mimiga, genau wie wir. Tja, mysteriös. Und etwas glitzert. Etwas glitzert im Dreck. Ein Silberanhänger in Fischform. Yay, ein weiterer nutzloser Gegenstand. Oder was heißt ein weiterer? Ja gut, das Kartensystem ist auch nutzlos. Also ein weiterer nutzloser Gegenstand. Und das hier war der schwächste Gegner im gesamten Spiel. Ein Fisch, der einfach nur an einer Stelle bleibt und 2 Treffer braucht, um getötet zu werden. Ja, er tut uns nichts. Ich weiß auch nicht mal, ob er uns wehtun kann. Davon gibt's auch nur einen. Ah!
Und Toroko läuft mal wieder vor uns weg. Bleib doch stehen. Dummes Mädchen. Und das King. Und er verlangt den Schlüssel zurück. Und nein, ich gebe den Schlüssel nicht. Bam. Und King fliegt schon wieder auf die Schnauze. Armer King. Ah, Toroko. Du wirst damit nicht so einfach davonkommen. Na, ist sie gerade schon. Naja, egal. Ich gehe ihr mal hinterher. Und zwar jetzt in die Hütte, in die vorher nicht reingegangen bin. Denn vorher war ja nichts. Und, es ist nichts drin. Gehen wir mal rein. Und, warum du? Und ich springe einfach drüber und bam. So. Yeek, rette mich. Hä? Du gehst nicht zum Doktor? Oh, das tut mir leid. Ich habe mir Sorgen gemacht. Der Doktor ist so ein böser Mensch. Er kommt einfach in unser Dorf und nimmt uns mit. Manchmal tötet er uns sogar. Wie meinen Bruder. Er hat meinen Bruder getötet. Oh, dieser Anhänger. Das hat er für mich gefunden. So hat mir den gegeben. Punkt. Ich sollte ihn nicht mehr haben. King gets his ears all in a tangle when he sees Soon I getting along. Ja, der King, der regt sich total auf, wenn er sieht, dass Soon und ich uns gut verstehen. Du kannst ihn haben. Und es klopft an der Tür. Wer wird das sein? Ein Koffer! Huzza! Da bist du! Du kannst dich nicht verstecken. Nein. Ich habe die Nase eines Bluthundes. Das tust du in der Tat. Ah nee, das ist eine Frau. Das tust du in der Tat. Die Nase und ich wage auch zu sagen, das Gehirn. Misery! Ich habe sie zuerst gefunden. Nicht auf Englisch. Ihr seid mit dem. Erstmal müsste man Deutsch können und dann müsste man Englisch auch noch ins Deutsche übersetzen können. So. Also nochmal. Ihr gehört zum Doktor, oder? Punkt. Also. Stimme, egal. Also, du bist zu, oder? Hä? Der Doktor hat nach dir rufen lassen. Komm mit uns mit nun. Was? Ich bin nicht zu. Aber das ist Misery, ganz egal. Sie fängt Toroko einfach in einer Blase. Ja! Balrog, ich überlasse den Rest hier. No way! Nicht, nein, warte, ihr habt die falsche! Tja, zu spät. Nicht schon wieder. Ich muss immer aufräumen. Armer Balrog. Und ich, da habe sie aber noch zuerst gefunden hier. Das kann doch nicht wahr sein. Punkt. Also, was willst du? Wirst du mich damit bekämpfen? Also wenn ich jetzt ja sage, muss ich mich kämpfen. Aber wenn ich jetzt nein sage... Hä? Okay, dann sehen wir uns, ne? Ja. Gut, ein Bosskampf, den man übergehen kann. Warte mal, sowas schon mal. Aber egal, der Bosskampf wäre sowieso einfach gewesen. Wir hätten noch 5 Erfahrungskristalle bekommen. Aber 5 Erfahrungskristalle ist jetzt nicht wert, diesen Balrog zu besiegen. Deswegen lasse ich das einfach mal. Und ich gehe in den Speicherraum. Gehe rein. Ich speichere. Und dann mache ich jetzt erst einmal einen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Ciao.